Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal ein kleines Opening. Wir öffnen eine Pokémon Elite Trainer Box. Und ja, wir machen die jetzt einfach mal auf. Ich habe keine Ahnung, wie man so ein Ding öffnet. Ich versuche es jetzt einfach mal so. So klappt es auf jeden Fall schon mal nicht. Guck mal. Auf. Ich habe es irgendwie hinbekommen. So. Da ist das gute Stück. Wir nehmen hier. Kann man schieben? Okay. Ja, hier sind Bilder von Pokémons drin. Ein Player Guide Elite irgendwas und so ein komischer Zettel. Naja, das soll uns nicht weiter interessieren. Wir interessieren uns nur für diese wunderbare Box. Scheint irgendeine Trennung. Aber egal. Hier haben wir erstmal unsere schönen 10 Booster. Ah, so schön, diese 10 Booster hier vor mir liegen zu sehen. Dann haben wir noch irgendwelche Karten von Mewtwo. Dann haben wir noch. Haben wir noch eine Mewtwo V-Karte. Sehr cool. Haben wir noch Energien. 45 Stück oder so. Und ja, wir haben noch mehr Karten von Mewtwo. Und noch irgendwas für irgendein Spiel oder so. Und das, was mich noch interessiert, ist die V-Star. Münze oder Starship. Werde ich jetzt erstmal rausholen. Zack, da ist er. Okay. Die Energien, die werden wir jetzt auch nochmal eben schnell durchgehen. Dass das alles nochmal verpackt sein muss, finde ich nicht so toll, aber egal. Wir haben halt alle Energien. Und das mehrere Male. Ich hoffe, man sieht das alles auf der Cam. Und ja, so sieht das halt aus. So, dann haben wir noch die Mewtwo-Karte. Wir werden jetzt erstmal die ganzen Karten auspacken. Schöne Karte, finde ich. Glitzert auch so schön. Und natürlich nochmal Pokémon-Hintergrund. So, dann würde ich mal sagen, öffnen wir das erste Booster-Pack. Ich habe keine Ahnung, wie man Pokémon-Karten-Pack aufmacht. Aber egal. Hier ist ein Code, wenn ihr den einlösen wollt. Und ja. So, eine Energie haben wir. Hopita. Chansey oder so. Spark. Ampipon. Pom. Kenne ich nicht. Slowpoke. Bibarel, Pikachu, der Klassiker, Spinarak, geile Karte, nur so, ne? Also das ist echt, hui, Glurak, was ein Booster. 2 Hits in einem Booster. Fühle ich. Vielleicht ist ja jedes Pack so krass. Würde mich freuen. So, machen wir das nächste auf. Jetzt kommen wieder meine klassischen Pokémon-Karten-Packs. Aufmachkünste. Meine Fresse. So, jetzt.
Hier ist wieder ein Code. Können wir wieder einlösen. Fürs Pokémon Go Spiel, glaube ich. 4. V-Star-Karte. Blanche. Sorok. Eck. Inkubator. Ach, okay. Eiausbrüter. Spinarak. Rattata. Bidoof. Lumanda. Ipon. Und. Ja, Bidoof. Kann man nehmen. Und jetzt. Oh, nochmal ein Turtok. Wieder 2 Hits. Der andere Hit ist halt ein bisschen besser, aber egal. Machen wir weiter. Nächstes Pokémon-Kartenpack. Ja, ich pack mal die ganze Scheiße hier aus dem Weg. Kleinen Moment. Müll. Müll über Müll. Und noch mehr Müll. So, egal. Jetzt machen wir jetzt mal weiter. Wow. Okay, das hat mich erstmal absolut hops genommen. Das Pack. Egal. Hier ist wieder ein Code. 3. Wir haben Blattenergie. Candela. Kenne ich nicht. Slowbro. Lunatone. Ipon schon wieder. Bisasam, wenn ich mich nicht täusche. Pidoof. Hier. Wie heißt er noch? Magikarp. Ich weiß jetzt nicht, wie er auf Deutsch heißt. Zapdos habe ich gerade schon gesehen. Meltan. Naja. Woo! Das fühle ich wieder richtig. Bitter. Egal. Und letzte. Zapdos. Oh. Ja, fühle ich. Noch ein Hit. Nächste Kartenpack. So, hier kommt wieder ein Code. Let's go, gönnt ihn euch. So, Blitzenergie. Stelix? Okay. Xatu. Candela, schon wieder. Nummel. Raticate. Was ist denn die Scheiße hier? Tranquil. Wieder Bisasam. Natu. Wieder ein süßes Pikachu. Und Blissey. Fühle ich. Muss mal eben die ganzen Karten hier sortieren. Also nicht sortieren, sondern halt, ja, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt haben wir die ganzen Karten. Legen wir mal hier vorne hin. Nächstes Pack. Wieder ein kleiner Code. Ich habe vergessen, wie die Energy heißt. Auf jeden Fall Faust-Energy. Nenne ich sie jetzt einfach mal. Aridos. Wieder Stelix. Weiß nicht schlimm. Wieder Xatu. Finde ich gut. Wieder ein Pikachu. Finde ich gut, dass Pokémon so freundlich zu mir ist. Was ist das? Spinarak. Das erste Mal jetzt, glaube ich. Wenn nicht, korrigiert mich gerne.
Meine Fresse, ey, die kleben hier aber auch ineinander. Wieder ein Ratata. Was ist denn das hier für eine Scheiße? So. Bidoof hatten wir auch schon 10.000 Mal. Glumanda jetzt auch zum dritten Mal. Pokémon ist sehr freundlich gerade zu mir. Ein Spinarak hatten wir jetzt schon einmal im Pack. Und wieder ein Turtok. Ist das überhaupt ein Turtok? Ich weiß es nicht. Naja. Jetzt kommen hier vorne hin die Karten. Kommt da hin. Wir haben noch insgesamt 5 Booster. 5 haben wir schon geöffnet. Und ja. Ich denke mal, ihr müsst nicht sehen, wie ich die Packs aufmache. Kommt wieder ein Code. Ihr dürft die wie immer sehr gerne einlösen im Pokémon-Spiel. Feuerenergie finde ich gut. Shenzi finde ich auch gut. Spark. Das hatten wir auch schon ein zweites Mal, dass wir den haben. Hier ist noch eine Karte zwischen, aber die kriege ich nicht raus. Danke dafür. Aridos. Meltan. Weiß seinen Namen immer noch nicht. Ipon, jetzt schon auch zum dritten Mal gehabt. Commander auch zum vierten Mal gehabt. Evoli, jetzt zum ersten Mal gehabt. Juhu, da freue ich mich. Ach, na toll, jetzt habe ich den ersten Hit schon gezeigt. Egal. Schöner Hit. Und natürlich Evoli. Das sind bis jetzt unsere ganzen Hits. Ah, perfekt. Ich finde persönlich ihn hier am geilsten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wen ihr am besten findet. Scheiß jetzt drauf, Mann. Ich schneide die jetzt auf. So. Und das nochmal kurzer Disclaimer. Das sind alles Original-Pokémon-Karten. Bin mir nicht sicher, ob die Karten das wert sind, die ich hier gerade ziehe. Aber es ist mir auch so ziemlich egal. Weil mir geht es nicht ums Geld. Hier geht es darum, dass wir Spaß haben. Eine Augenenergie. Pupita hatten wir jetzt zum ersten Mal. Shenzi, Widerspark. Lavita. Natu hatten wir jetzt auch schon zum zweiten Mal. Egal. Ambipon. Eine andere Karte. Ne, die Weiterentwicklung von Apom. Okay. Slowpoke. Slowpoke oder so. Es ist ein bisschen schon wieder. Guck mal, wir haben alle 3 Entwicklungen. Glurak. Wir haben wieder Bibarel. Wir haben Glurak jetzt. Ja, die Weiterentwicklung halt und Glumanda. Mewtwo V ist auch dabei. Jetzt haben wir schon 2 Mewtwos. Wenn ihr wollt, dass ich den einen Mewtwo an euch verlose, lasst gerne ein Like da. Vielleicht ziehen wir ja noch einen Mewtwo. Aber das wäre, glaube ich, jetzt echt ein bisschen zu krass. Mewtwo zieht man aber auch nur einmal von 1000, im Eintag von 1000 oder so. Also wir hatten jetzt schon ganz schön viel Glück. Wieder ein Code. Zack. Energie. Lure-Modul.
wieder hier Vorentwicklung von Glurak, Pupita, Bisasam, hier. Mann, ey, ich war mal so richtig im Pokémon drin, jetzt nicht mehr. Wie heißt der noch? Shigi, genau. Bidoof haben wir jetzt auch schon 1000 Mal. Meine Fresse. Onix! Da ist der Onix! Den ich haben wollte. Let's go! Bibarel haben wir jetzt auch schon 10.000 Mal gezogen. Jetzt kommt der erste Hit. Wimpot. Und der zweite. Slaking. Schöne Karte. So, wir haben noch 2 Booster. Und ja, die werden wir jetzt noch aufmachen. By the way, es wird gerade bei mir dunkel. Finde ich überhaupt nicht gut. Und ja, ich spiele gleich ins Kino für den neuen Black Panther. Ich habe große Voraussetzungen für den Film. Aber man sagt ja immer, dass man das für einen Film nicht haben soll. Weil es kann sich alles ändern in dem Film, was man gedacht hat, wie es wird. Hier ist wieder ein Code. Let's go. 1. Ich weiß jetzt, wie man Pokémon Booster öffnet. Blitzenergie, Visaflor, Pokestop, kennt man aus dem Pokémon Go Spiel, Aridos, Shigi, Meltan, Bido, Garados ist die Weiterentwicklung. Egal. Pidoof. Nochmal! Glurak! Holtres. Hatten wir jetzt auch schon 3-mal, glaube ich. Sieht man auch nicht alle Tage, dass man einen Hit 3-mal hintereinander zieht. Das ist unsere bis jetzige Ausbeute. Und natürlich die guten alten Vs, die wir bis jetzt haben. 2-mal Mewtwo. Schmeckt natürlich. Und 1-mal Salking. Und das sind unsere bis jetzigen Hits. Na gut, jetzt kommt der letzte Booster. Und jetzt hier kommt, falls ihr nicht wisst, wie man Pokémon Booster öffnet. Kleines Tutorial, weil ich weiß es jetzt. Pokémon Booster immer normal geöffnet. So, hier erstmal wieder der Code. Gönnt euch. Ihr müsst 1, 2, 3, 4 Karten zählen und dann nach vorne tun. Dann ist nämlich immer die Energie vorne und die beste Karte ist hinten. Steinenergie, Unverzand, Lunaton, Pupita, Pidoof, Bisasam. Ich weiß die Karte nicht. Egal. Meltan. Evoli. Bibarel. Und. Ui. Das letzte Pack war wirklich gut zu uns. Boah, Kokowai. Eine richtig geilen V. Schmeckt auf jeden Fall. Unsere Faust, die wir gezogen haben. Beziehungsweise eine haben wir ja direkt am Anfang bekommen. Aber dass wir die beiden Faust hier gezogen haben. Richtig krank. Und ja. Das war aber noch nicht alles. Nebenan von dem Müll muss ich hier generell ein bisschen ab. Aufräumen. Hier sind noch ein paar Würfel. Hier sind noch ein paar andere Mewtwo-Karten. Die lasse ich jetzt aber verpackt. Ich glaube, das ist irgendein Spiel. Hier sind noch ein paar Mewtwo-Karten. Habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Und hier sind noch irgendwo Spieleplättchen gewesen. Ah, hier.
sind sie. Sehr schön. Also generell war es eine sehr gute Ausbeute. Nebenan von dem Müll. Ja. Da liegen unsere Hits. Das sind unsere Vs. V-Star-Karte und die Energien. Da liegen nochmal die Codes. Die Codes, die werde ich euch jetzt nochmal zeigen. Einmal bitte alles weg hier. Ich werde hier jetzt eben die Codes hinlegen, dass ihr die auch einlösen könnt. Das sind insgesamt 10 Codes. Das hier sind sie. Das sind die ersten 4. Das sind die nächsten 2. Das sind die nächsten 3, kann ich sogar einblenden. Und das ist der letzte. Danke fürs Zuhören. Ich fand, es war ein richtig geiles Opening. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.